them. First class cabin for you. Wir sind einer Stunde unterwegs und euch stinkt langweilig. Mir wäre nicht langweilig, wenn wir mich nicht aufgeweckt hätte, der Vollidiot. Ihr wart gestern Abend noch aus? Wir waren gestern Abend in Hairspray. Wow. Im Musical. Und es war richtig gut besetzt, muss ich sagen. Also echt gute Tänzer und so. Ich finde immer gut, wenn man. Die haben ja so kleine Bühnen, was die auf so einer kleinen Bühne dann alles umsetzen. Also wirklich so viele verschiedene Bilder und das geht ja echt 2,5 Stunden und dann wird einem echt 2,5 Stunden nicht langweilig. Ich hoffe, es wird sein. Es gibt eine traurige Szene im Musical. Was? Aber bei Tom ist auch so, ne? Harte Schale, weicher Kern. Oder kannst du das als Zwillingsbruder nicht bestätigen? Total. Also bei Tom ist immer vorbei mit der Coolness, wenn es ums Sterben geht. Also das ist so. Ja, bei Hairspray ging es aber nicht darum. Da ging es nur ums Haare zu frieren. Nein, aber bei Tom ist wirklich so, wenn wir uns so Filme angucken über Sterben, dann wird er ganz sentimental. Also bei Joe Black, da habe ich ihn aus dem Bad gar nicht mehr rausgekriegt. Man muss selbst lachen, das ist unschwachsinnig. Das kommt ja nicht mal realistisch mit mir, dass ich nicht dabei lache. Warte mal, lass uns einfach noch einen Shake machen. Komm. Ich meine nicht so oft bei Filmen. Und Billy? Ich ja. Na nur. Traurigster Film bisher? Also sehr traurig fand ich wie ein einziger Tag. Ne, der war richtig traurig. Den hab ich nicht geguckt. Nein. Da musst du selber lachen. Ne? Na klar hast du den mit mir geguckt. Auf Tour. Weil er mich dazu gezwungen hat. Ja. Und man sieht, er lügt ja ab und zu mal, wenn es um so eine Sache geht. Ne? Entweder gebe ich es immer zu. Dann Joe Black fand ich auch richtig traurig. Auf Stadt der Engel. Nee, der ist nicht traurig. Was? Wo die stirbt auf dem Fahrrad? Na klar, der war auch richtig traurig. Ja. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Der war auch traurig. Ja. Und witzigster Film? Ich hatte witzige Filme. Die Empfehlung von Georg und Gunther Potschot zu gucken, weil das ist Abstand der anderen. Also das war so absolut lächerlich. Also ich hatte sowieso witzige Filme. Aber das witzigste, was es so gibt, ist auf jeden Fall Scrubs. Ja, Scrubs. Ich liebe Scrubs. Ich liebe Scrubs. Ich bin sowieso nur am Sendung gucken momentan. Wir gucken die ganze Zeit Sendung. Also ich fand total geil. Auf Tour habe ich Prison Break geguckt, das fand ich super. Jetzt gucken wir gerade Scrubs und Nip-Tuck. Nip-Tuck ist auch richtig lustig für mich. Ja. Ja. Wieder 10 Minuten rumgekriegt. Hm. Auf dem Weg. Interessant ist, ein Flug nach LA. Los Angeles. Heute Abend schaffen wir uns noch mit Heidi. Okay, und neben Heidi, was steht noch so an in LA? Oh, ich würde gerne den Flavorman fahren. Ich will da sowieso nur hin wegen der Luftgrotte. Die Luftgrotte ist der Wahnsinn. Also, welche Luftgrotte du meinst? Ich will wen kennen, was Luftgrotte da hinten war. Oh, das ist ja ganz schön shaky hier. Oh. Ah, ja. Mal gleich ab. Oh, einmal waren wir, da hatten wir noch so einen krassen Flug, ne? Da hatte ich auch richtig Angst. Wo war das? Da sind wir nach Cannes zur Energy. Ja, da hatten wir richtig krassen Stoff. Und habt ihr gedacht, ihr stürzt jetzt ab und dann ist alles vorbei? Wir wollten doch eigentlich gar nicht mehr fliegen, oder wie war das? Eigentlich haben wir gesagt, wir fliegen nur mit Privatjet. Aber bei Privatjet gibt es kein Donut. Ja, aber an dem Tag wäre ich auch schon mit Privatjet geflogen. Wenn du ein Flugzeug hast, dann bei so einem Sturm, da bist du ja wie so ein Blatt im Wind. Ey. Hi. Hey. Is
Und meine neue Freundin. Auch. Also. Los Angeles. Das ist so riesig, ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Hot Topic, iTunes and Best Buy each carry their own very special edition of our US Scream album with some exclusive bonus content.